Welche Methode nutzen wir für die Autolackaffen-Waschmethode von A bis Z? Sie stehen hier alle vor mir, wir reden jetzt. Ähnlich wie bei der Felgenreinigungsmethode haben wir unsere Lieblingsprodukte hier mal zusammengesucht, wollen mit euch einmal die Methode durchsprechen und dabei die einzelnen Produkte ansprechen, warum wir sie benutzen und euch erklären, wie wir sie benutzen. Schritt 1 der Autolackaffen-Waschmethode liegt hier nicht auf dem Tisch. Wenn wir eine Innenraumreinigung mitmachen, nehme ich erstmal einen Tornador, puste einmal durch den kompletten Innenraum, damit der Staub sich aus allen Ritzen aufwirbelt und während der Wäsche Zeit hat, sich zu setzen und ich ihn später einfacher einsaugen kann. Der zweite Schritt sind bei mir die Felgen. Die Felgen sprühe ich als erstes ein, wie genau wir dabei vorgehen, haben wir euch in der Autolackaffen-Felgenreinigungsmethode gezeigt. Da gehe ich jetzt hier nicht genauer drauf ein. Gleichzeitig, während der Felgenreiniger aber wirkt, sprühe ich die Einstiege mit einem Allzweckreiniger ein. Dafür nehmen wir ganz gerne den Sonax Multistar, weil es halt wirklich vielseitig ist, das Konzentrat. Wir können es bis zu fast pH-neutral hoch verdünnen. Es funktioniert immer noch, aber können es auch, wenn wir es ein bisschen geringer verdünnen, zum Beispiel später in der Schaumlanze als Vorreiniger, effektiv einsetzen. Für die Einstiege nehme ich je nach Verschmutzung etwa 1 zu 10 bis 1 zu 20. Sprühe mir die Scharniere und die Einstiege damit ein, lasse das ein paar Minuten wirken, bevor ich im zweiten Schritt mit einem sogenannten Zottelhandschuh, also einem Chenil-Waschhandschuh und einem Pinsel die Einstiege reinige. Bevor ich das aber mache, will ich natürlich den losen Sand und den Dreck erstmal ausspülen. Deswegen, wenn ich mit den Felgen dann fertig bin, habe ich eh den Hochdruckreiniger in der Hand und gehe auch einfach einmal an den Einstiegen lang. Wenn es sein muss, kann man auch mit offenen Türen die Einstiege ausspülen. Wie das geht, haben wir euch auch schon mal in einem Video gezeigt. In den meisten Fällen reicht es, wenn man den Hochdruckreiniger wirklich einfach auf die Türfalze hält und so den Einstieg und die Kofferraumfalze gründlich ausspült, um dann im nächsten Schritt mit dem Chenil-Waschhandschuh die Einstiege sauber zu machen. Warum wir das an dieser Stelle machen, zeigen wir euch in der Methodenvideo zur Autolackaffen-Waschmethode. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, aber dazu später mehr. Wir nutzen, wie gesagt, dafür einen Chenil-Waschhandschuh, weil er beidseitig einfach mit Chenilfasern besetzt ist und ich dabei durch eine Drehbewegung einfach perfekt in den Scharnieren arbeiten kann und einen Pinsel in die Ecken und Spalten, wo ich mit dem Handschuh nicht reinkomme. So, wenn wir jetzt fertig sind mit den Einstiegen und den Felgen, dann kommt es zur Vorwäsche. Dafür benutzen wir eine sogenannte Foam Gun. Man kann da natürlich auch einen Handpumpsprüher nehmen, wenn man keine Hochdruckreinigeranschlussmöglichkeit hat. Es gibt hier zwei Varianten. Das hier ist meine, will ich sagen, die Deluxe-Variante. Das ist wirklich super komfortabel, sehr hochwertiges Gerät. Ich kann hier die Verdünnung fest definiert in Stufen einstellen. Von 1 zu 6 bis 1 zu 30. Wirklich sehr hochwertiger Schaum, breites Sprühbild. Lässt sich super mit arbeiten, ist wirklich mein Lieblingsgerät. Deswegen, ihr seht auch schon, Vorreiniger ist drin. Was wir da benutzen, sage ich gleich nochmal. Für alle, die nicht ganz günstig, für alle, die ein bisschen mehr sparen wollen, gibt es hier die Variante, haben wir euch auch mit ins Set reingepackt. Kostet, glaube ich, knapp 30 Euro, ist wirklich eine ganz normale Foamgun, wie man es kennt. Funktioniert wunderbar, zeigen wir euch auch hier. Wir haben die kleine Besonderheit, wir nutzen zwei Foamguns. Eine mit Vorreiniger drin, eine später mit Shampoo drin. Dazu komme ich gleich nochmal, einfach weil ich zu faul bin, es zu wechseln. Aber dazu später mehr. In der Schaumkanone nutzen wir als Vorreiniger auch den Multistar. In dem Fall pur, weil ich hier die Verdünnung einstellen kann. Wie gesagt, zwischen 1 zu 6 und 1 zu 30. Ich bewege mich meistens am oberen Ende so 1 zu 30, weil das vollkommen ausreicht für die Vorreinigung. Wenn es mal irgendwo hartnäckiger ist, ich Insekten habe, würde ich die zum Beispiel mit einer Handsprühflasche und Multistar 1 zu 10 bis 1 zu 20 schon mal vorsprühen und dann erst den Foam drauf. Das gleiche gilt für alle Spezialreiniger, die ich vielleicht brauche. Ne? Wenn ich einen Insektenentferner, einen Flugrostentferner, Teerentferner brauche, mache ich das immer vor dem Vorreinigungsschaum, damit das direkt auf dem Fahrzeug wirken kann und nicht durch einen Wasserfilm irgendwie weggetragen wird. So, wir lassen den Schaum wirken. Meistens so 2-3 Minuten, hängt auch ein bisschen von der Temperatur ab. Je wärmer es ist, desto schneller muss ich ihn runterspülen. Und während er wirkt, kümmere ich mich um die Eimer. Wir gehen einmal eine Etage tiefer. Als Wascheimer habe ich hier zwei verschiedene Varianten. Einen typischen Galoneneimer, wie man ihn kennt. Einen etwas günstigeren Eimer, das ist so das deutsche Pendant zum Galoneneimer. Denn die Galoneneimer werden in Amerika einfach für Ketchup, Senf und Farben verwendet. Das ist da der billigste Eimer der Welt. Ähnlich wie bei uns diese Standardeimer, da kriegt man ja auch Großgebinde im Baumarkt zum Beispiel drin. Die kann man beide benutzen. Man kann auch irgendeinen anderen Eimer benutzen, denn bei der Autolackaffen-Waschmethode gibt es keinen Schmutz im Eimer. Deswegen brauchen wir auch kein Gridguard, kein Schmutzsieb, keinen besonderen Durchmesser. Also ist egal, solange alle deine Waschutensilien in diesen Eimer passen, mit genügend Wasser ist der Eimer wunderbar. Was alle meine Waschutensilien sind, zeige ich euch jetzt gleich wieder oben am Tisch. Dann in der Zeit, während ich den Eimer vorbereitet habe, sprich mit Wasser und meinem Shampoo gefüllt habe, zu meinem Shampoo komme ich gleich, kerchere ich das ganze Fahrzeug ab, beziehungsweise spüle es mit dem Hochdruckreiniger gründlich ab, um einfach erstmal die Vorreinigung zu beenden,
den gelösten Schmutz, den Sand, alles runterzuspülen, damit die Wäsche danach schonender wird, um dann im nächsten Schritt mir das Fahrzeug je nach Verschmutzung entweder direkt zu waschen oder wenn es ein bisschen schmutziger ist, einfach gerade weil Blütenstaub ist oder viel Sand unterwegs ist, einfach weil es schmutziger ist, nehme ich nochmal eine zweite Runde Schaum. Deswegen haben wir auch zwei Schaumkanonen, weil dort verwende ich mein Autoshampoo, was ich auch gleich zum Waschen benutze, in einer relativ dünnen Konzentration, sodass es einfach einen dünnen Film gibt. Hier nehme ich so ungefähr 50 Milliliter auf einen Liter, schäume damit das Auto ein, um die Gleitwirkung zu erhöhen, um die Reinigungswirkung zu erhöhen, einfach um das Fahrzeug schonender zu waschen. Während ich dann mit meiner Vielzahl an Waschhandschuhen die eigentliche Autolackaffenwaschmethode ausführe. Und jetzt kommen wir auch zu der Erklärung, warum ihr kein Gridguard in eurem Eimer braucht. Ich verwende als Shampoo aktuell ganz gerne Sonax Active Foam Energy. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, riecht halt wirklich so ein bisschen wie abgestandener Energy Drink, aber es reinigt halt sehr gut, es schäumt extrem und es hat ein sehr, sehr gutes Gleitverhalten, was für mich immer sehr wichtig ist, weil ich halt eine möglichst hohe Gleitwirkung haben will, um eben den Lack zu schonen und wenn doch noch ein bisschen Dreck drauf ist, den halt nicht über den Lack zu ziehen. Man braucht auch nur relativ wenig, ich sag mal so, ja, auf meinen Eimer mache ich so knappe 30, 40 Milliliter einfach unten rein und fülle ihn dann ganz normal mit Wasser. Das Schöne an der Autolackaffenwaschmethode ist, ihr braucht gar nicht so viel Wasser, denn ihr braucht nur so viel Wasser, dass es eure Handschuhe bedeckt. Ich schmeiße alle meine Handschuhe, die ich jetzt benutze, einfach in den Eimer hier rein. Je nach Fahrzeuggröße sind es pro Sorte zwischen 2 und 4 und auch je nach Verschmutzung. Je schmutziger das Auto ist, desto mehr Handschuhe brauche ich. Die schmeiße ich beim Füllen direkt in den Eimer ein und fülle so viel Wasser ein, dass die Handschuhe vom Wasser bedeckt sind. So, wer sich jetzt fragt, warum wir so viele Handschuhe benutzen und warum zwei verschiedene, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall nochmal die Methodik an, wie wir vorgehen. Der große Vorteil in dieser Methode liegt einfach darin, dass nie ein dreckiger Handschuh in mein Waschwasser kommt. Das heißt, jeder Handschuh, den ich hier neu rausnehme, ist immer sauber. Und der zweite Vorteil liegt darin, dass ich ein Bauteil von oben bis unten durchwaschen kann und nicht 7-mal ums Auto renne, weil ihr kennt ja diese Bereiche, ne, nach Schmutzigkeit einteilen, das brauche ich hier nicht. Ich fange am Dach an, im sauberen Bereich mit so einem mit einem langflorigen Waschhandschuh oder einem Waschpad, je nachdem, was du lieber magst, wasch mich runter ungefähr so bis Fensterkante oder ein Stück tiefer, wenn das Auto nicht so dreckig ist, nehme dann für den unteren Bereich einen Chenilhandschuh, einfach weil die besser Schmutz entfernen, aber auch den Schmutz besser über die Oberfläche verteilen. Das heißt, ich reibe damit nicht so drüber. Und so arbeite ich mich wirklich bis zur Unterkante unter das Fahrzeug durch, packe die Handschuhe, wenn sie einmal auf beiden Seiten dreckig sind, weg und nutze dann fürs nächste Bauteil den nächsten. In der Regel braucht man nicht mehr als 4 Handschuhe pro Sorte, in der Regel sogar weniger. Wenn die Handschuhe einmal dreckig sind, schmeiße ich sie in die Maschine. Spülgang reicht vollkommen aus, um die sauber zu machen. Dann sind sie wieder fit fürs nächste Auto. Und ich habe sogar errechnet einen geringeren Wasserverbrauch. Was man auch machen kann, man kann sich hier noch irgendwie so einen Buckenizer ranhängen oder einen zweiten Eimer mitnehmen, indem man die Handschuhe zwischenlagert. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Tür, sagen wir, von oben bis zur Mitte gewaschen habe und noch eine saubere Seite habe, will ich den natürlich nicht wieder in den Eimer packen, aber will ihn irgendwo zwischenlagern, dann packe ich ihn in einen sauberen Eimer oder in so einen Buckenizer, wo er lagert, bis ich ihn dann wieder nehme und das nächste Bauteil weiterwasche und die zweite Seite dreckig habe. Und auch zur Ritzenreinigung benutze ich lieber Zottelhandschuhe als Pinsel. Das hat den Vorteil, es geht erstens schneller und ich finde, der Reinigungseffekt ist größer. Sollte ich wirklich mal so tiefe Ritzen haben, in die ich mit den Zotteln nicht so gut reinkomme, kann ich ganz am Schluss, wenn ich mit dem Eimer fertig bin, nochmal mit dem Pinsel ums ganze Auto gehen und das nachpinseln. Muss ich aber sagen, ist fast in keinem Fall nötig. Bei uns reicht meistens der Zottelhandschuh. Wie gesagt, die Zotteln kommen wunderbar in die Vertiefungen rein. Maximal für manche warmen Grills muss man dann nochmal zusätzliche Tools einsetzen. So, nach dem Waschen müssen wir natürlich das ganze Shampoo und den restlichen Schmutz wieder runterspülen. Wir nehmen dazu ganz gerne einen Wasserschlauch, keinen Hochdruckreiniger, einfach weil die Wassermenge deutlich höher ist und ich nicht dieses von links nach rechts schieben habe. Zusätzlich hängt bei uns noch ein Entkalker an dem Wasserschlauch mit dran. Das sorgt einfach dafür, dass wir weniger Kalkablagerung haben und ein bisschen mehr Zeit beim Trocknen. Und wenn nochmal Wasser aus dem Spiegel immer noch rausläuft, ihr kennt das, das passiert stundenlang sozusagen, ist das nicht so schlimm und ich habe nicht so starke Wasserflecken. Zum Trocknen verwende ich dann ganz gerne einen Quick Detailer mit Fokus auf Sprühversiegelung. Also der BSD, wie ihr ihn kennt, hat ja doch eine relativ hohe Schutzwirkung oder auch ADBL Synthetic Spray Wax, was ja im Moment sehr gehypt wird. Nehme ich einfach ein Trockentuch, sprühe es bauteilweise auf das nasse Fahrzeug auf und trockne hinterher. Funktioniert super gut. Das Trocknen ist leichter.
ich packe gleich eine vollwertige Sprühversiegelung auf den Lack und ich habe einen höheren Glanzgrad am Ende. Wie gesagt, das ist ein kleiner Trick, der super, super gut hilft. Und wie gesagt, der BSD ist ja ultrapotent. Wenn ihr damit fertig seid, sieht es aus, als hättet ihr eine vollwertige Sprühversiegelung aufgetragen. Und das hält auch 3-4 Wäschen. Das waren unsere Tools für die Autolackaffen-Waschmethode. Wie gesagt, auch wie beim Felgenset haben wir uns mit dem Autopflegeshop geeinigt, dass da quasi ein komplettes Set aus dem zusammengestellt wird mit ein paar Optionen. Ihr könnt euch auch so, ob ihr ein Waschpad wollt oder ein Waschhandschuh, Synthetic Spray Wax oder BSD, welchen Pinsel, welche Schaumlanze. Da gibt es verschiedene Optionen. Guckt euch das einfach mal an, haben wir euch hier unten verlinkt. Zur Methode selbst nochmal weitere Details in einem gesonderten Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ein Auto am besten wascht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.